Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die Freizeit und zwar, wie ein durchschnittlicher Deutsche seine Freizeit verbringt. Das Wochenende spielt in Deutschland eine besondere Rolle und wird genauso geplant wie die Arbeitswoche. Man macht meistens verschiedene Ausflüge am Wochenende, besonders wenn man auch eine Familie und Kinder hat. Und die Kinder machen natürlich gern mit. Sehr oft werden verschiedene Wälder besucht und zwar dort gibt es auch die Möglichkeit viel mehr zu sehen als eigentlich in einem ganz normalen Wald. Da gibt es die Pfade und wir haben letzte Woche auch einen Pfadbesuch und das ist ein besonderer Pfad und heißt Wald-Wipfelpfad im Steigerwald. In diesem Wald gibt es aufgebaute Hennerbrücken. Diese Brücke besteht aus verschiedenen Stationen und an diesen Stationen gibt es Informationsschilder und man kann verschiedene Informationen über die einheimischen Tiere erfahren, über die Baumarten, die dort verbreitet sind, über die Insekten, die auch im Steigerwald zu finden sind. Außerdem gibt es auch die Strecken, die unsere Sinne schärfen sollen und zum Beispiel sie fordern unser Gleichgewicht, zum Beispiel wackelnde Bretter. Und wenn man schon läuft über diese wackelnden Bretter, dann muss man schon richtig aufpassen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Mittendrin haben wir einen Aussichtsturm entdeckt. Dieser Aussichtsturm ist wie eine Spirale aufgebaut und besteht aus verschiedenen Windungen, die nach oben gehen und jede Windung endet mit einer Aussichtsplattform. Und diese Aussichtsplattformen sind gut ausgerüstet und zwar dort gibt es verschiedene Bänke, man kann sich dort erholen, einen kleinen Rast machen, besonders wenn jemand mit Kindern ist und natürlich das ist für Kinder auch ein Erlebnis. Sie können sich hinsetzen, sie können sich austoben, sie können dort auch eine Kleinigkeit essen. Und ganz oben erwartet euch auch eine schöne Aussicht und man kann auch von dort den ganzen Steigerwald anschauen und die Dörfer, die in der Nähe liegen. Die Aussicht ist tatsächlich wunderschön und atemberaubend. Am Ende befindet sich ein Streichelzoo. Das ist auch ein Erlebnis für die Kinder und man kann und die Kinder können dort auch diese Tiere live erleben. Sie streicheln, sie füttern. Außerdem in der Nähe befindet sich ein Spielplatz und dort gibt es die Hennematten und zum Beispiel die Eltern, die den ganzen Tag mit ihren Kindern verbracht haben. Und die Eltern haben die Möglichkeit, sich hinlegen und ein bisschen ausruhen und die Kinder dort spielen lassen und richtig austoben lassen. Wenn man Hunger bekommt, dort gibt es auch ein Restaurant und in diesem Restaurant kann man auch verschiedene Kleinigkeiten bestellen. Außerdem gibt es auch einen Laden. In diesem Laden wird auch Eis verkauft und dort kann man auch verschiedene Sachen kaufen, die als Andenken dienen können. Und ich hoffe, dass diese Information auch für euch nützlich war. Jetzt eine Frage an euch. Wie verbringt ihr eure Wochenende? Was macht ihr am Wochenende? Vielleicht habt ihr auch ein paar Tipps für uns, für Zuschauer, wie man auch ein Wochenende verbringen kann oder welchen Ausflug man machen kann. Und jetzt möchte ich mich von euch verabschieden und wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss!